Hallo, hallo und herzlich willkommen hier zu Exosuckniff All Out 4, hier mit der Maya Müller am Start und ein Hänger und der freundlich frischen Piper, da kommt sie hinterher. Gut, wir haben hier doch eine Menge Personalien hier, wie es aussieht und guckt euch mal an. Essen, Wasser, Betten, Schutz haben wir auch kaum, hier müssen wir aufbauen. Das ist mir gerade so aufgefallen, ne? Guckt euch das mal an. Und wir werden Personalienaufbauschutz machen. Wir haben hier richtig viele Leute. Das machen wir mal schnell. Und das geht ja recht locker von der Hand, weil wir genau wissen, wie wir das machen. Das wird ja gar kein experimentelles hier sozusagen. Das geht ja jetzt locker von der Hand, weil wir wissen ja, wie das aussehen soll. Das ist dann sozusagen the standard, the state of the art. Ja? Und das machen wir jetzt. Ja? Genau. Schubidu. Na, kommst du ran? Nee, danke, danke. Weitermachen. Oh ja. So läuft das. Mann. Das heißt, wir haben auch bald wieder Level Up, wie es aussieht. Wir haben auch dann bald wieder Level Up. Das heißt, wir können dann gleich wieder was skillen. So. Ich musste gerade überlegen, wo packe ich die Grütze hin eigentlich? Ja, danke. Gut, okay. Dann wollen wir schnell mal die Leute zuordnen. Lass mal hier mal ein bisschen Schutz haben. Ja, so viel Schutz haben wir hier nämlich noch gar nicht. Hier liegt noch eine Leiche. Hurra, eine Leiche. Ich das Harte, du das Weiche. So, nicht zugewiesen. Jetzt aber gleich schon. So, damit geht der Schutz schon mal höher. Hallo Siedler, danke. Benötigt, danke, der okay. Nächste. Irgendwie geht das jetzt mit dem Zuordnen wieder schneller. Also die Leute, die ja schon ein bisschen länger zugucken, die wissen ganz genau, irgendwie hat es dann böse verzögert gemacht und getan. Und ich weiß nicht warum. Schon. Und jetzt geht's mittlerweile richtig flott wieder von der Hand. Guckt euch das mal an hier, ne? Gut, der nächste bitte. Dann haben wir hier so richtigen Schutzwall auf der Seite schon mal. So, der ist auch zugewiesen. Dann haben wir schon mal 39 Schützlinge. Das sind durchaus Werte, mit denen kann man schon arbeiten, ne? Das sind durchaus Werte, die lohnenswert sind. Danach werden wir gleich hier noch eine Farmplot aufbauen. So, das machen wir jetzt. Farmplots. Wir gehen mal hier rein, gehen mal darauf. Und dann bauen wir hier direkterweise mal den Farmplot auf. Und da haben wir ja gelernt, so viel brauchen wir gar nicht davon, weil... Weil das ist so, So, vier Plots sollten reichen. Dann gehen wir hier rein, gehen wir hier rein und dann gucken wir mal, was, geht nicht. 0, 0, 0? Warum? Ich hab da fast so ein Animus. 1. Ja, Animus bestätigt. Wir haben den hier nicht angeschlossen. Wir haben das Ding hier gar nicht angeschlossen. So, das heißt, wir müssen erstmal noch eine Dings erstellen. Eine Handelsroute. Eine Handelsroute. Hallo, Herr Handelsroute. Wissen Sie was? Sie dürfen hier die Versorgungsroute machen. Sanctuary Hills. Danke sehr. Ja, bitte bestätigen. Enter. So, jetzt. Ja, so ist das manchmal. So, Ressourcen, Futteralien. Und dann will man die Mutterbeeren. Bumm. 237 Mutterbeeren, ne? Hallöchen, ne? Wenn da nur steht, weiß ich auch nicht. Ich weiß, ich hätte es hier euch einfach auf den Boden klatschen können. Aber gebt halt nochmal XP. XPs sind halt XPs, weil XPs halt nun mal XPs sind. Ja? Und XPs nehme ich dann halt gerne mal mit. Ja? Genau.
Na, komm mal her. Ah. Na. Jetzt hier Gemüse wehrt sich. Farm Simulator 2015 hier in Fallout. Meisten Leute wissen, was ich jetzt darauf anspiele. Ab und zu streame ich ja auch Farm Simulator. Hey, komm mal her. Hey, komm mal her. Gut, okay, danke. So, Essen, Essen, Essen. Das bedeutet, wir werden zwei Leute, wenn möglich, fürs Essen zubereiten lassen. Betten brauchen wir auch. Zugewiesen. Du bist nicht zugewiesen. Dann kommen Sie mal bitte mit, junge Dame. Ich habe was für Sie. Was ganz Tolles. Glauben Sie mal. Der ist schon zugewiesen. Dann machen wir mal hier. Okay. Essen 11. Passt. Gut, dann brauchen wir Betten. Betten, 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 Betten. Das ist in der Möbeljahre drinne. Möbeljahre, Betten. Ja, machen wir die ganz einfach. Ne? Wir hatten ja irgendwie ein Zimmer schon hier deklariert eigentlich fürs Schlafen. War das das Zimmer oder war das da hinten? Ah, das war das hier hinten. Oh, das war das hier hinten. Ja. So, 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 so. Das klappt alles schon mal sehr schön. Hey, hallo. Liebe Betten, macht mal bitte ein bisschen Kooperatives hier. So, wie viele Betten haben wir? 18 Betten haben wir. Mache ich ja noch ein paar Betten, bis wir fertig sind. Dann haben wir hier 21 Betten oder so. Ich würde mal sagen, passt. Wasser, Energy, Strömling, Wasser. Stimmt, da war noch was. Es war noch was mit Wasser. Es klang ziemlich krass da. Wasser, Wasser, Wasser. Ressourcen natürlich. Wasserressourcen. Wir könnten hier so eine bauen. Dann wäre schon cool. Dann wäre die ersten, die wir so gebaut haben. Die braucht dann 4 Strömling. Bäm. Und noch eine zweite. Bäm. Dann reicht das hier bis alle in Ewigkeit. Dann holen wir Strömling ran. Falsches Menü. So. Ich klicke zu schnell durch. The Strömling of Earth. Strömling. 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 Hallo, Strömling. Römling, danke. Ja. Oh, ich krieg den nie markiert, oder was? Der mit... Der mit... Oh, ey, komm. Ich krieg hier einen Krampf, aber das ist nicht schön. Glaubt mir mal. Der mit. Ja, das geht natürlich nicht. Das geht natürlich nicht. Nee, das will natürlich nicht gehen. Stecker, Stromschalter. So. Der mit. Ey, Leute, ey. Der mit der. So, und jetzt muss ich den nochmal da unten verbinden. Der mit. Komm, hasch mich bitte nicht. Ich mag das nicht, wenn Spiele mich so fertig machen, ja? Krieg den auch nicht rein, den.
wir machen es noch höher. Guck mal, geht's denn noch höher? Schauen wir mal. Probier mal, ob wir den hier auf der Ecke rankriegen. Eingeschaltete Energiepylon. Rot. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir die Dinger, die da oben sind, hier runterlagern sollten. Oh, komm! Bitte! Bollert vor! Na? So, machen wir es anders. Machen wir die hier hin. Verwerten, platzieren. Es sei bloß, der meckert nur wie ein Scheibengleisterkabel da dran. Bitte, liebe Leute. Ey, komm. Ey, nö. Menü. So, mal gucken, ob wir den vielleicht ein bisschen von weiter kriegen. Halt. Genau, wir versuchen es mal so. Der. Ah. Schwere Geburt. Echt schwere Geburt. Wirklich schwere Geburt. Aber wir haben's. Wir haben's. We got it. We have it. Ja. So mal, dann will ich mal aber das hier wegmachen. Weil wir haben jetzt eine offizielle Farm, die da hinten ist. Versteht ihr schon, was ich meine? So. Was lag da unten da gerade noch? Da lag doch gerade noch was unten. Oder auch nicht. War da gerade eine komische grüne Fläche auf dem Boden, oder? Ach doch, hier. Ach, unsere Schnellreisematte. Okay. So, der ist noch nicht zugeordnet. So, du darfst da hinten Gemüse machen. Ganz einfach. Sie machen... Oh, da habe ich noch was zum Recyceln. Ich habe sogar noch was zum Recyceln. So, Sie machen bitte mal das. Ja, hier haben wir glatt sogar noch was zum Recyceln drin. Ja? Krass, was wir alles hier immer haben. Und wer weiß, warte, ob ich hier vielleicht sogar noch was übersehen habe. Ne? Wer weiß. Hier unten könnten wir zum Beispiel so eine Markthalle bauen oder sowas. Eine Markt. Naja. Gut, dann gehen wir mal hier raus und dann wollen wir uns mal ernsthaften Aufgaben widmen. Wir gehen so leicht südöstlich. Das heißt, in diese Richtung, wir schnappen uns mal eine Wumme. Reloaden die mal. Da hätten wir schon mal einen Siedler. Siedler ist ja nett, den können wir da lassen. Wenn wir noch lange hier bleiben, haben wir bald deutlich mehr Gliedmassen und weniger Haare. Ja, weniger Haare. Wobei, weniger Haare wäre nicht schlimm. Weg mit den ganzen Haaren. Wäre schon eine coole Nummer. Wenn ich in den Finger schnipsen könnte, ich hätte nie wieder Probleme mit Haare. Nie wieder Haare. Einzige, was man doch, glaube ich, aber doch braucht, was so doch eine gewisse Funktion hat, die so nützlich ist, sind die Augenbrauen. Damit die eben die Schweißmasse nicht gleich alles in den Augen rinnt. Machen wir mal so ein Brennen in den Augen wie den ganzen Salz. So, was haben wir? Aha, wir müssen in die Richtung. Hier sieht es so beleuchtet aus, sieht so einladend aus.
Vertrockener Ghoul. Ach, das war The Seagull. Eine Möwle. Torsor. Siedler? Das sind alles? Level 58. Geht doch. Den haben wir auch. Da steht Vorsicht. Da scheint nur einer zu sein. Pass auf dein. Ja, pass auf dein, keine Ahnung, auf. Genau. So viel dazu. Es ist so geil. Es ist so geil. Patrone. Machen wir uns mal ein bisschen Licht an. Jetzt haben wir auch diesen Schlier-Effekt nicht mehr. Ist vielleicht sogar ganz gut. Ist vielleicht sogar ganz gut. Kronkorken. Wir haben diesen Schlier-Effekt nicht mehr. Wenn ich jetzt hier mal so reingehe, ne, wir haben alles an Optik. So lustig das Chamäleon war in der Übergangszeit, ja. So lustig das war, aber... So störend war das aber auch. Red Away nehmen wir mit. Genau. Wir müssen da irgendwo hoch. Das ist wieder hier so trostlos. So, das Hotel haben wir erreicht. Irgendwo müssen wir da hoch. Es geht anscheinend einmal höher. Es geht immer höher. Drück immer die Tabulator-Taste zwischendurch, weil... nicht die Tabulator, die Q-Taste. Man kennt's ja mit der Minen. Wow, so auf futuristisch aufgemacht, das Hotel. Pearl. Ich weiß nicht, ob Pearl nett ist. Da ist nur Pearl hier. Da ist nicht. Wow. Ah, hier ist so der Landeplatz für die Flugautos sozusagen, ne? Oder ist das wieder so ein Eingang für eine Vault? Stanhus Cycle, Wizard Cycle. Das ist so eine Bunkeranlage. Hallo Pearl. Ich wünschte, wir hätten noch Personal für diesen Teil des Hotels. Hier ist alles recht baufällig. Ich sollte dich warnen. Die anderen Hotelgäste sind teilweise, nun, Rowdies. Ich musste mich sogar verteidigen, als einige ein bisschen, sagen wir, handgreiflich wurden. Die eingetragenen Gäste halten sich in einem exklusiveren Bereich des Hotels auf. Mit Gesindel geben sie sich nicht ab. Ja. Gehen wir? Gäste sind Raudis. Ja, jetzt erinnere ich mich übrigens auch, was für eine Quest das war. Das war, wo wir hier recht frisch auf die Insel kamen. Wo, glaube ich, irgendwie dieser Mord war oder irgendwie sowas. Was meinst du mit, die anderen Gäste sind Rowdies? Ich bin schon länger nicht mehr in diesem Teil des Hotels gewesen. Vielleicht gibt es ein Sportereignis, das sie so aufregt. Mehrere von ihnen wollten mich schnappen und ihre Kleidung hat wirklich nicht auf gute Gesellschaft hingedeutet. Gehen wir? Das könnten Ghule sein. ja, machen wir mal. Gehen wir. Sehr gut. Hier entlang. Ja, machen wir doch. So, wir lassen den immer ein bisschen vorlaufen, weil, wir lassen mal ein bisschen vorlaufen. Haarklammer. Ushanka? Keine Ahnung. Die Aufzüge auf dieser Etage funktionieren nicht. Wir müssen den langen Weg außenrum nehmen. Oh, wir müssen den langen Weg außenrum nehmen. Hätten wir ja schon fast geahnt, ne? Ja, und jetzt backt er. Hallo, laufen Sie weiter. Wo willst du hin?
Danke. Aus genau diesem Grund soll der eigentlich vorausgehen, so. Was liegt denn da bitte noch? Aha. Oh, 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 oh. Da haben wir einmal den hier. Dann haben wir den hier. Was zögert sie so lange? Ach so, Reloading. So, da haben wir nochmal Torsorette. Danke sehr. Wir haben keine AP mehr. Das ist aber sehr ungünstig, dass wir keine Action Points mehr haben. Warte mal. So, danke sehr. Yeah. Es ist so diese Bullet Cam, die ist irgendwie lustig. Ja, 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 du bist sowas von wütend. Und ich auch gleich. So, warte mal. Torsorette, danke sehr. Und du kriegst nichts rein, leider. Yeah! Ah, die 10% Action-Punkte scheinen sich aber doch irgendwo bemerkbar zu machen, ne? So, einmal ein Header. Danke, das durfte es gewesen sein. Genau, so, den haben wir. Bunkorken-Stimpack nehme ich gerne mit. Bunkorken-Patrone nehme ich auch gerne mit. Militärisches Klebeband. Ja, ich weiß, die meisten Leute haben Probleme in diesem Spiel mit getrockneter wilder Gu. Den nehmen wir nochmal mit. Hey, da draußen ist was. So, danke sehr. Eine Dinergabel. Das war's, glaube ich, wa? Achterkugel, Militärklebeband, vertrockneter wilder Ghoul, der ist ziemlich cool. Haarklammer nehmen wir nochmal mit. Und dann geht's die ganze Show so weiter. Ja, hallo. So, dann haben wir Nebelghoul. Eben. Bitte nicht. So, danke. Aha. Schöpfkelle, nein. Ja, 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 ja. So, einmal ein Torso rein, danke. Da ist doch was richtig Lohnendes. Danke sehr. Und dann mal gleich mit Fritz. Dann schauen wir mal, was der Schönes dabei hat. Sie lädt nach. Sie braucht eine Weile. Ja, ist mutiert. Der hat es noch nicht mal geschafft, aufzustehen. So muss es sein. Und guckt mal, wie viel Radioaktivität oder Damage wir abbekommen nur noch. Linkes Jagdgewehr. Schaden 77. Ja, ist nicht so doll. Ja. Hat aber 75 schnellere Bewegung beim Zielen. Okay. Okay, Kronkorken, Patrone ist alles schön. Dann gucken wir auf der anderen Seite nochmal. Kronkorken, ja, nehmen wir auf jeden Fall mit. Scheint schon tot zu sein. Telefon, Telefon. Achter Kugel. Da hinten ist er. Ja, ich weiß, du wartest. Ich will aber nochmal gucken. Ich will hier nichts auslassen, weißt du? Genau, hier geht's hoch. Warte. Ja. Was los? Ein Pflänzchen. Wieder cool, danke sehr. Das war euer letzter Fehler. Ein Fußnagel. Okay. Hat mich getroffen.
Der dafür umso mehr. Du willst tanzen? Gut, tanzen wir. Genau. Da komme ich nicht durch. Toll. So, Patrone, Sicherung. Nee, brauche ich. Da. Da sind die Fußnägel. Die tun bestimmt weh. So, Kronkork. Könnte so ein Fußnagel ja mal ausprobieren. Wartet mal. Ja, die tun weh. Da vorne sind noch mehr Feinde. Kann ich die eigentlich mitnehmen, die Fußnägel? Nee, oder? Nee. Wir sind nochmal solche anderen Fallen. Oh, da ist nochmal ein wilder Ghoul. Da ist Pearl. Da sind nochmal Fußnägel. Yeah, jede Menge davon. Da sind nochmal solche Fallen. Hallo, Pearl. Gut. Bam. Also seitdem ich so geskillt habe, sind die Gegner echt ein Witz. Na, guckt euch das mal an. Also ich habe es nur eingegeben, jetzt habe ich beide Hände sozusagen über Schlag genommen, weil bequeme Stellung beim Sitzen und so weiter. Ja, ne? So, einen haben wir jetzt bei uns in der Nähe, der uns zwar eine Wäsche. Aber wir haben keine AP. So, und dann geht's hier rin, zack, bumm. Hm? Früher hätte ich wesentlich mehr Panik geschoben. Hm? Kronkorken Stimmpack. So, wo ist unser legendärer Held? Da hinten ist er. Hier ist so der wilde Ghoul. Wo ist diese Superleiche? Ah, hier. Ah. Reduziert durch Menschenblei sowieso verursachten Schaden. Ja, ist ganz lustig. Erkennungsmarken nehmen wir mal mit. Keine Ahnung. Gucken wir mal. Köpfkelle. Dann schauen wir mal, dass wir hier nochmal was finden. Hier hat jemand ein Set. Fallenstellernotiz. Kaliber. Okay. Er hat eine Spielzeugrakete. Wie sieht's denn hier aus? Haben wir hier vielleicht nochmal was Schönes? Kochplatten? Nö. Alles so gewöhnliche Zeug, was ich gar nicht mehr mitnehme. Was haben wir da unten noch? Eingelegtes Fleisch, Nuka-Cola, Sherry. Ja, der sieht ein bisschen verkohlt aus. Hm? Gehen wir mal hoch. Da sehen wir, da haben wir nochmal Nebelghoul. Theoretischerweise könnte ich auch hier rangehen, mal so Nebelghoul, mache ich ihn schlauch und fertig. Ja, nicht nur theoretischerweise, ich mach's sogar. Ne? Spachtel hat er. Da ist ein verbrannter Ghoul. Hallo, verbrannter Ghoul, ich finde dich cool. Lassen Sie mich mal bitte hier ran, Herr Ghoul. Ah, der braucht wieder mehrere Schläge zum Beispiel. Ne? Ja, der hält ein bisschen mehr aus. Ja, hallo, verbrannter Ghoul. Nee, warte mal. Wir machen den Header weiter. Ein Header. So, du kriegst auch einen Header. So aus dem Nahbereich sind die doch ganz wirksam, ne? Ja, den Kopf weggeschossen einfach mal. So, hier weg ist er. So halb, offen. Ne? Oh, sieht der scheiße aus. Gut. Silbermedaillon. Das ist alles, what I not need. Ja, die wissen nie, wenn hier noch was hier ist. Da hinten ist auch noch einer. Oder mehrere. 95, Torso. Gib ihm mal den Rim, danke. Das bei anderen Journalisten auch zum Alltag gehört. Sturmfeuerzeug. Kronkorken. Zeug wieder alles. Das ist schön. Das nehme ich doch gerne mit. Da ist Pearl nur.
gucken uns das immer hier so ein bisschen an. Kann ja sein, dass da irgendwo noch was liegt, ja? Liebe Leute, kann ja sein, dass da was liegt. Wo ich dann sage, ja, hätte ich mal mitgenommen. Und der nächste nach. Genau, und der nächste. Vertrockneter Velagul, danke sehr. So, der kommt dann nochmal da rein. Da ist auch noch einer. Hallo, Schädel weg. So. Wo der jetzt da hochkam, das habe ich gar nicht so ganz mitbekommen. Kronkorken. Ich könnte sagen, wir könnten eigentlich Wasser trinken. Machen wir mal gleich. Das heißt, wir gehen aufs Inventory. Wir gehen aufs Hilfsmittel. Und oh, wir haben so viel Wasser dabei. Ach, wir haben ja noch einen Skill. Wir haben sogar noch einen Skill. Ich habe da so eine Idee, was ich mache. Noch. Schatzsucher. Genau, wir machen noch Kohle-Counter. Und dann machen wir erstmal Schleichen hoch. Schleichen. Nochmal schlechter. Und löst keine Minenfelder des Feindes aus. Ist natürlich auch geil. Machen wir erstmal das. Wir machen mal taktisch weiter. Wir machen mal taktisch weiter. Wir sind also jetzt noch schwerer zu entdecken. Vorkriegskohle. Braucht keine Sau. Da ist nochmal vertrockneter Ghoul. Da ist nicht. Genau, wilde Ghule. Und zwar ganz schön viele Ghule. Genau. Zeig meine Damage aufgeteilt. Ob das so eine gute Idee war, ich weiß es nicht. Hey, Hallöchen, Gülchen. Ey, ich hänge so fest hier. So ist blöd. So ist besser. So, hier ist nochmal wieder Ghoul. Da ist nochmal der Leuchten, ne? Der kriegt eine Header. Ja. Torsorette, danke sehr. Ja. Schön, dass es nicht gerissen hat. Okay, der kommt dann auch nochmal ran. So, und einmal rein. Und damit hat sich der erledigt. Dann können wir nochmal ein bisschen Wasser trinken. Ja, das war jetzt nicht die intelligenteste Kampfrunde. Kronkorken, Patrone, verstrahltes Blut. Ja, das können wir mal mit. Was ist das? Schraubendreher, Kronkorken. So. Kronkorken. Achterkugel. Erstmal will ich mal hier schauen. Nix. Ist da was drin, ne? Nein. Tür öffnen. Oh. Und bam. Besser gelaufen als erwartet. Der hat's noch nicht mal wirklich mitbekommen. Ne? Das ist, was ich meine. Und das Schlimme ist, wir haben ein Kampfmesser gefunden. Und mit diesem Kampfmesser würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Und wir machen morgen weiter in dem Sinne. Ciao, ciao und bye, bye.